Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück zur Bombenentschärfung bei Phantom Doctrine. So, und jetzt kommen unsere Bauarbeiter mal einfach in das Gebäude rein. Ach, da sind die geheimen Dokumente an der Seite. Diesmal vergessen wir sie nicht. Und ich glaube, auf der anderen Seite hatten wir schon aufgedeckt, dass da welche stehen, oder? Achso, ist noch nicht abgelaufen. Wir haben ja schon irgendwo reingeguckt. So, das scheint keiner zu sein. Die Kameras waren deaktiviert. Können wir die Runde erstmal beenden. Und da laufen die Herrschaften erstmal los. Schade, dass man keinen an den Kamerapult setzen kann und sagen, okay, der guckt jetzt über dieses Pult sich die Kameras an. Sneak up on me like that. Scheinen ja einige Polizisten um das Gebäude rumzustehen. Are we done standing around? So, guck mal da rein. Dann wissen wir nicht, ob da noch irgendjemand steht. Ja. Das sieht alles gut aus. Geht nicht anders. Der steht direkt an der Bombe. What is it this time? Und du kannst die Leiche direkt wegräumen. Wohin auch immer. Der schiebt die wahrscheinlich einfach mit einem Besen unter den Schreibtisch. Who is that? Hurry up. They'll be here any minute now. Standing by for orders. An der M10. So, hoffen wir mal, dass die Bombe jetzt wirklich entschärft ist. Die Kamera haben wir schon ausgeschaltet, okay. Ach, dann weiß ich, welche Kameras noch hier unten für das Ding gelten. Das sind diese Außenkameras, die um das Gebäude rum sind. Ihr seht irgendwo einen Agenten. Agent Hammer. Der patrouilliert oben auf dem Container. Don't sneak up on me like that. Neunziger Wert. Watchman ist dafür zu schwach. So,
Da oben haben wir noch ein paar Geheimdokumente. What do you require? Übrigens habe ich kein zeitliches Limit durch die Bombenentschärfung. So, ich stelle mich erstmal da außen dran. Dann gucken wir nämlich rein. Sieben Sicherheitskameras deaktiviert. Ach schön, der patrouilliert da außen rum als nächstes. Gut. Mach dich mal bitte klein dahinter. Ja. Waiting on you. Ach, das ist auch noch ein Zivilist. Du kannst das eh vergessen. Da! Clear and present danger. Das ist ja der Agent Fehler. They made me do it. Oh nee, da muss ich nochmal laden. Tut mir leid. Oh toll. Jetzt sag nicht, da ist Zug 4. Erschreckt mich doch einfach mal, Spiel, ey. Übrigens, bei mir ist der Sound vielleicht ein bisschen lauter als bei euch. Hurry up. They'll be here any minute now. I read you. Ich hoffe, er bleibt da einfach oben stehen. Damit meine ich den Agent Fehler. Ach, scheiße. Das war jetzt nicht nötig. So, der läuft zurück. Ja, und der kommt nämlich zurückgelaufen. Auf seiner Patrouille. Und da habe ich natürlich ein bisschen Angst, dass der mich erwischt. Und der läuft zur anderen Seite. Das ist auch schon mal ganz nett. Can you make up your mind already? Ja. Haben wir denn die Chance? Da ist von Süden. Ne, das. Wir haben da keine freie Sicht. My skills are at your disposal. Da steht auch eine Zivilistin. Ich hoffe mal einfach das Beste. Kameras sind aus. Und wir wissen, dass die dämliche Kuh da an der Seite drin ist.
Schlag ihn ins Gesicht. Mal da an die Seite, Richter. Oh, er kommt runter. Und er... Hat der jetzt die Tür aufgemacht da oben? So eine Scheiße alles, ey. Das ist alles so ein Abfuck wieder, ey. Ja, der dreht sich nächste Runde um. Ey, er will mich doch verarschen. Du stehst 2 Schritte hinter dem. Warum sollte ich nicht in der Lage sein, dir ein Heady zu geben? Das ist ja schlimmer als XCOM. Weil es gibt keine Treffersicherheit. Es gibt keine Treffersicherheit. Es steht da einfach, du machst entweder den Maximalschaden und gibst dir den Heady oder es ist halt einfach gelaufen. Streife ich die Stampe jetzt jedes Mal? Dr. Reload, incoming. Mach was anders. Kanasta ist stark genug, die kann die ausnocken. Dann wacht die aber in 5 Runden wieder auf. So, gehst du da rein, wartest du kurz. Du gehst darüber, schaltest ihn aus. Der hoffentlich der einzige Zivilist ist hier, sieht aber gut aus. Du gehst mal eben da unten an die Ecke. Da scheint niemand in dem Raum zu sein.
Aber was ist denn, was soll denn da im Weg sein? Der dämliche Bungalow oder was? Ärgern die sich da gerade? Da wird auch nicht ein Gegner plötzlich auftauchen. Are you sure? Albicam, was auch immer. So, dann machen wir noch Fokus. Dann haben wir nämlich... Ich hoffe, das Ablenken wirkt jetzt so, dass der auf mich achtet und nicht auf irgendwas, was neben ihm liegt. Aha. So, lass die Leiche verschwinden. Oh, ich kann da hinten gar nicht lang gehen, ne? Toller Move von mir. What do you require? Jeez, I thought it was somebody else. So, der bleibt. Entweder stirbt der in 3 Runden oder der muss stabilisiert werden. Mir kann's egal sein. Ich hätte gern, dass du mir das Gebiet mal aufdeckst. Und es steht immer noch unser netter Kamerad da oben. Ja. Are we done standing around? So, und du kannst mal den Agenten mitschleppen, den nehmen wir mit. Wenn wir könnten. Dann laufen wir erstmal daneben. Das ist nämlich auch noch so eine Sache. Bedeutet das, er ist 3 Runden bewusstlos oder bedeutet das, in 3 Runden stirbt er, weil ich ihn geschlagen habe? Ich glaube, die Wachen lasse ich einfach liegen. Weil der Abschnitt da oben eh leer ist. Kacke. Ah ne, der läuft woanders hin. Dann geht das ja. Oh, oh, eine Wache haben sich nicht gemeldet. Kommt uns der dumme Gegner da entgegen. Mein anderes Problem. Werde ich diesen Agenten hier überhaupt rauskriegen? Können sie mich als ein bisschen schwierig. Herausstellen. My skills are at your disposal. Scheiße, Wachsamkeit kriege ich nicht hoch.
Er muss die doofe Kuh da wegkriegen. Agent Hammer ist bis nach da vorne gekommen. Schon. Das bedeutet, der könnte nächste Runde schon hier hochlaufen. What next? What next? My skills are at your disposal. Ich habe nämlich gedacht, der ist mich jetzt schon nicht mehr da unten. Da ist er. Und das ist perfekt. Weil... Nee, es ist überhaupt nicht perfekt. Oder seinen Agentenkollegen sucht. Ich dachte, der wäre nämlich schon ein ganzes Stück weiter. Den Fokus voll. Und ich hoffe einfach mal, dass der nicht hier reingeht. Jeez, I thought it was somebody else. Schön, seid aus dem unbefugten Bereich wieder raus. Das hier unten ist eh noch Worst-Case-Szenario-Raum. Oh, eine Leiche wurde gefunden. Da habe ich nicht mehr dran gedacht. Das sind die Leichen, wo ich gesagt habe, ach, die kann ich wohl hier liegen lassen. Weil wir hatten ja schon aufgeräumt. Are we done standing around? Und sieh dir rein, wie weit der gelaufen ist. Ich komme an ihn ran. Bleibt da dabei, dass die letzte Bombe hier unten noch liegt. Don't sneak up on me like that. What if that's what they want us to do? This was too easy. Hm. Ach, scheiße, der hat die dicke Barrette oder was das da ist mit dabei, ne?
Wenn wir den mit 40 treffen, reicht das ja. Ja. Von wo auch immer jetzt die Verstärkung kommt. Ich hoffe, ich kann hier evakuieren an der Stelle. Aber zieh mal diesen Abfuck-Schutzwinkel an. Schusswinkel an, nicht Schutzwinkel. Eisige Zeit rum, aber machen wir weiter an der Stelle. Don't sneak up on me like that. So, der sieht entweder den Polizisten oder hier den Schützen. Und da ist der Schaden für den Arsch. Bei allen ist der Schaden für den Arsch, weil die in der Deckung drin stehen. Also das machen wir besser, den Willen voll. Luftangriff in 4 Runden. Was? Die Tür ist sogar verschlossen? Ich müsste von außen rangehen. Ach, drauf geschissen. Warum braucht die 2 Bewegungen, um dämlichen Agenten aufzuziehen? Ach so, weil sie einen Schritt näher rangeht. Ich hole mir jetzt meinen Lohn. Ja, bitte. Ah, jetzt. Jeez, I thought it was somebody else. Watchman, geh mal in die Ecke. Boah, was ein guter Schuss. Mein Held mit der geilen Brille. Watchman is in the house. Zieh dir die Scheiße rein, ey. Da kommt die weitere Verstärkung. Aber ich kann die letzte Bombe einfach nicht entschärfen, da komme ich jetzt nicht mehr ran. Wenigstens haben wir eine Chance, in den Kackladen da reinzukommen. Dann aber in die Ecke, bitte. Ja,
Ja, zurzeit geht das noch nicht. So, du gehst da mal rein. Dann haben wir eine bessere Chance, die Verstärkung zu erwischen. Oder könnte theoretisch ein SG-Grenadier da erledigen an der Seite. Ich glaube, das ist das allererste Feuergefecht, wo ich nicht das Gefühl habe, dass ich sofort total abgefuckt werde. Streif mit 31. My skills are at your disposal. Ach, das kostet vor allem für alle schöne neue Identitäten. Hol die dicke Waffe raus. Standing by for orders. Und zwei Runden ist unser Fahrzeug da. Ob du einfach voll offensiv bist. Ich glaube, das habe ich, da bin ich ausgewichen. Noch jemand? Es ist so unglaublich schwer festzustellen, wie viele denn da noch rumlungern. My skills are at your disposal. Nicht genügend Wachsamkeit, um Beschleunigung zu nutzen. Voll 23 Schaden. Noch da hinten. Holen wir direkt den nächsten rein. Dann holen wir halt den Polizisten da raus, den Kuwaitischen. Wir sind echt wie die letzten Gangster hier unterwegs. Um Haufen Gegner zu töten. So, ich mache Feuerschutz in die Richtung. Weil ich glaube, das ist eine gute Idee. Und jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich, wenn ich den Agenten hier ablege, ob das zählt. Nächste Runde.
Na komm, Watchman. Du hast doch eine Nichtrüstung. Wird die einfach aushalten. Leute, unser Taxi ist da. Ich hoffe, ich bekomme die beiden Agenten jetzt auch. Weil die Mission ist ja fehlgeschlagen. Ja. Da, Hammer und Fehler bekommen. Eine mittlere Panzerung haben wir ja zwischendurch gefunden und die M10. Kompromittiert. Feind aufgedeckt, Hound. Handelsvertrag für Modell 870 Shotgun. Geringe Wachsamkeit fürs Ausschalten. Das finde ich gut. Und wir können nicht trainieren. Wenn du nicht beschäftigt wärst, was bedeutet, du liegst auf der Krankenstation schwer verwundet. Ah nee, Watchman braucht's wirklich eher. Und Canasta ist eine gute Agentin von mir. Die sollte es auch. Auch die Möglichkeit bekommen, nochmal irgendwas machen zu können. Keine Daten für Analyse im Moment. Fälscherstube. Sollten wir mal wieder jemand zuweisen. Vielleicht nicht jemand, der aufgeflogen ist. Und dann werden wir erstmal wieder am Ende für die Folge und sehen uns morgen wieder in einer weiteren Folge von Phantom Doctrine. Bis dahin, Schöle, euer Imperator. Der soll in Beirut sein. Ach so, der sucht nach dem alten Versteck von uns.